Aber nicht mit dem weißen Rahmen, Das sieht sieht kacke kacke aus. aus, ja. Jo, schönen guten Abend an die ELO-Gemeinde. Die Zuschauer füllen sich so ein bisschen. Die Ränge füllen sich. 24 Sporti. 25, 26, 27, Hallo. 28, 29, 30. Ah, 30, 30, 30. Bei 30 fangen wir an, oder? Ich sehe Nö, noch ich denke, wir können 29. jetzt schon mal anfangen, weil ich glaube, Achso. wenn wir 30 Leute in unserem kleinen Bulli hier sitzen haben, wird es ein bisschen voll, oder? Stellt euch den Rest nach draußen. Also warten wir bis 30. Mir ist das egal, Dicky. Beck, ich würde sagen, wir fangen an, oder? Wir fangen an. 30. Du Dann kannst loslegen, Sporty. Sporty darf anfangen. Liebe Leute, außerhalb der normalen Saisonöffnungszeit, nenne ich es jetzt einfach mal, haben Beck, Matthias, sprich Marion und ich unseren Bulli mal wieder aus der Versenkung ausgegraben für ein kleines ELO-Spezial. In diesem Sinne erstmal lieben Dank an Matthias, dass er heute bei uns ist. Den hört ihr leider nicht. Und Beck, mein Lieber, sei gegrüßt. Ja, Ne, Sporty. willst du nicht mit mir reden? Okay. Mit dir rede ich. Sporty, ja, schönen guten Abend. Schönen Parkplatz hast du hier ausgesucht. Ich sehe den Sonnenuntergang. Das Eisfach ist voll. Der Havanna steht im Kühlschrank. Ja, du weißt ja, wie man so einen Abend gut gestalten kann. Ja, liebe Fahrer, liebe LO-Gemeinde, herzliche Grüße natürlich auch an die Schickeria, die hoffentlich auch schon vorm Stream sitzt. Es hat sich viel getan in den letzten Wochen in der ELO im Hintergrund und ihr habt es vor kurzem mitgekriegt. Das neue Teammanager-System wurde veröffentlicht. Ein System, wo 10 Fahrer oder erstmal ja 10 Fahrer mit 10 weiteren Fahrern ein wenig an der Spitze stehen von jedem Formel-1-Team, ein wenig dafür sorgen soll, dass alle drei Ligen sich ein bisschen besser vernetzen, Rennställe aufbauen sollen. Und auch natürlich Ligaleitung und Admins ein wenig die Arbeit erleichtern sollen. Sporty, was habe ich vergessen? Du, Viel. erstmal hast du da schon mal gut einen rausgeknüppelt. Wie du schon sagst, das ganze System ist neu, da haben schlaue Köpfe dran gearbeitet. Hast du Ich dich weiß nicht, gerade warum selbst du. als schlauen Kopf bezeichnet? Ja, ich habe ja mehr oder weniger die ganze Zeit nur zugehört. Ich wollte mir das einfach nur auf meine Agenda schreiben oder auf meinen Lebenslauf schreiben können, dass ich hier dran mitgewirkt habe. Fürs nächste Bewerbungsgespräch kannst du liefern. Ja, du hast ja gerade auch schon die Hintergedanken rausgehauen, was das Ziel des neuen Systems ist. Sprich, einen größeren Zusammenhalt und eine größere Vernetzung über die Ligen hinweg. Damit auch vielleicht die Liga 3-Fahrer, die an sich auch, oder auch Liga 2-Fahrer, die etwas zurückhaltender und schüchterner sind, in den Austausch mit höherklassigeren Fahrern sind und vielleicht auch noch ein bisschen was mehr nehmen können. Was natürlich auch für die Dynamik und Ausgeglichenheit der Fahrer wichtig ist. Korrigiere mich, falls ich das falsch sehe. Passt alles. Und ja, wir haben über diese 10 Fahrer gesprochen. Zu denen kommen wir an späterer Stunde, also zu diesen 10 Teammanagern kommen wir noch ein bisschen später. Zu den Rennstellen, wie sie dann in der nächsten Saison aussehen, kommen wir auch noch später. Vorweg sei vielleicht mal gesagt, wer Fragen hat, also abgesehen von, habe ich Havanna gehört, was auch eine richtige Frage und wichtige Frage ist, wer Die Fragen hat, wichtigste. die eine, im Grunde eigentlich nur die eine Frage, die man stellen darf. Wer Fragen hat zu dem System, zu dem Draft, den wir gleich vorstellen, zu der Teamverteilung, zu den Teammanagern, also vielleicht alle Fragen, außer warum habt ihr den Idioten denn ausgewählt? Sporty, ich habe das schon mal vorweggenommen, ne, wenn ich dann gleich mal einen schwierigen Namen nenne. Ja, dein vielleicht. Ja, vielleicht. Oder dein, wer weiß. Havanna, ja, nein, also Carsten, wenn schön, dass du auch nach Havanna fragst, wenn wichtige Fragen sind zu dem System, einfach in den Chat ballern. Wir haben unseren Schreiberling und Grafikexperten mit Praktikanten auch in der Regie sitzen, sodass die Basti ist schon Fragen, wieder weg. achso, Brühwarm, die Fragen werden bei uns ankommen, wir werden sie beantworten.
Ja, Sporty, ich finde, du fängst mal an mit dem Punkt Teammanager und dann würde ich danach weitermachen mit dem Punkt Draft. Was hältst du davon? Ja, also wir haben ja schon einiges gesagt, was die Funktion der Teammanager ist. Die Teammanager sind ausgewählt worden von den Admins und der extra bereitgestellten Taskforce. Und da wurde halt auch ein großes Augenmerk darauf gelegt, wie interagiert die Person in der Liga, ist er sozialfähig. Nicht, dass das nicht jeder bei uns in der Liga wäre, aber ihr wisst, was ich meine. Und genau, die Jungs sollen die Ligaleiter und die Admins ein wenig unterstützen, bauen sich dann ligaübergreifend die Teams über den Draft, auf den Beck dann gleich zurückkommt. Und genau, das sind so die Aufgaben von den Jungs. Ja, wir Habe haben ich auch irgendwas schon. vergessen, Beck? Nee. Ich glaube, wir haben Außer halt, Team. wer es ist. Wer es Aber ist, aber da kommen wir später zu. Wir wollen ja die das Spannung. Beste Also, wenn die kommt Spannung zum hier am Schluss. Siedepunkt ist, ja, der Stream explodiert und alles im Grunde nicht mehr aushalten können, dann kommen die Teammanager. Wir haben die erste Frage, ist aber gleich schon beantwortet worden von Justin. Ja, die Frage ist aufgekommen. Und das passt ganz gut zum nächsten Punkt, den wir ansprechen wollen, der Draft. Ob die Fahrer, die in den Draft in Frage kommen, schon feststehen? Ja, die stehen fest. Justin hat es geschrieben. Die 60 Stammfahrer der drei Ligen. Man könnte sagen, die 60 Stammfahrer der drei Ligen aus der letzten Saison. Abzüglich denen, die ihre Karriere pausiert oder beendet haben und durch. Ja, nach einem RLO-System festgelegten Nachrückersystem dann eben von Ersatzfahrern ersetzt werden. Also diese Liste mit den 60 Fahrern, die steht bereits fest, genauso wie eben die Teammanager, die Co-Teamchefs und auch die Rennstelle. So, das ist das, was es bereits schon, was bereits schon klar ist. Korrektor. Dann wollen wir noch mal ein bisschen näher auf den Draft eingehen, Beck. Ja, geh mal noch ein bisschen auf den Draft ein. Ja, es haben sich diese 10 Teamchefs oder durften sich diese 10 Teamchefs 10 oder jeweils ein Co-Teamchef besorgen und somit sind sie jetzt diese beiden schon zu zweit, sich den Kopf darüber zerbrechen dürfen, wie baue ich mein Team auf? Der Draft ist dann in zwei weitere Runden untergliedert. Das heißt, in der ersten Runde darf man zwei Fahrer picken. Nach einer bestimmten Reihenfolge, da gehen wir gleich nochmal kurz drauf ein, wie sich diese Reihenfolge bildet. Dann geht es in eine zweite Runde, wo man darf wieder zwei Fahrer picken, sodass man am Ende in jedem Team zwei Fahrer aus Liga 1, zwei Fahrer aus Liga 2 und zwei Fahrer aus Liga 3 in seinem Team hat. Daraus erklärt sich natürlich, dass diese 60 Stammfahrer auch bereits aufgeteilt sind, eben in diese drei Ligen. Genau. Sporty, machst du weiter mit Marktwert? Ich glaube, das würde sich jetzt anschließen. Genau. Danke für die nette Überleitung. Jeder Teammanager und sein Co. haben ein festgelegtes Budget, mit dem sie klarkommen müssen und sich ihr komplettes Team zusammenstellen müssen. Ich möchte hier, glaube ich, noch keine Zahlen darüber nennen oder über irgendwelche Werte, die irgendwo rumkursieren oder schon genannt worden sind. Was erstmal interessant ist, dass jeder Fahrer nach einem System klassifiziert und eingerankt wurde. Die meisten kennen dieses Rank-System oder diese Kriterien aus der MyTeam-Karriere, die seit Jahren Teil von diesem Spiel hier ist. Da geht es dann um Experience, Racecraft, Awareness und Pace. Diese sind unterschiedlich verteilt worden und geben dann jedem Fahrer einen Wert bis hoch zu 99. Genau, und die Teamchefs müssen dann mit diesen 4, ich habe jetzt fast den Wert schon gesagt, weg, zügel mich, Halt dich die fest, ich Teamchefs halte dich müssen fest, aus Sporty. die Teamchefs müssen aus ihrem Budget dann halt das ganze Team zusammenbauen und das wird nicht so einfach, Beck. Ja, die Schwierigkeit ist natürlich, dass erstmal ja schon die beiden Teamchefs selbst einen Wert haben und alle Teams natürlich das Maximum haben. Das heißt, stellen wir uns mal vor, ein ehemaliger Liga-1-Fahrer oder ein Liga-1-Fahrer, der nächste Saison auch eben in der gleichen Liga fährt. Hat sich ein
noch besseren oder noch viel besseren anderen Liga-1-Fahrer als Partner geholt, dann haben die beiden natürlich einen viel höheren Wert als zwei, die in der letzten Saison in Liga 3 gefahren sind. Denn dieses System basiert natürlich eben, wie Sporty schon erklärt hat, auf diesen Werten. Sporty hat die Werte jetzt gerade genannt, ich habe nicht aufgepasst. Ich habe die Punkte genannt, ja. Also, ich nenne es nochmal Experience, sprich Erfahrung, Racecraft. Ich weiß nicht, wie man das übersetzen soll. Also, Rennstärke nenne ich es jetzt einfach mal. Awareness ist dann die Ausfallquote. Und Pace ist dann, stellt sich aus den Quali-Ergebnissen zusammen. Genau, und jede Liga hat noch so einen gewissen Faktor. Das heißt, die Liga-1-Fahrer werden vom Marktwert her ein wenig höher bewertet als die Liga-2-Fahrer und diese wiederum ein wenig höher als die Liga-3-Fahrer. Heißt also, haben wir schon einen Teamchef mit einem Partner, die aus Liga 1 kommen, die haben natürlich gleich einen viel größeren Wert als ein Teamchef, der aus Liga 3 kommt und sein Partner. Aber beide haben natürlich den gleichen Deckelbetrag. Ja, und diesen Betrag, der ausgegeben werden kann, der darf eben nicht überschritten werden. Wird er überschritten, müssen hinterher noch Transfers erfolgen, um diesen Wert übereinzuhalten. Es ist das Ziel, dass jedes Team eben mit dem gleichen Fahrerwert oder mit einem vergleichbaren Fahrerwert in die Saison geht. Was habe ich noch vergessen? Eigentlich nichts. Ich denke, bis hierhin sollte das auch jedem verständlich sein. Wie gesagt, falls da irgendwelche Fragen auftreten, haut's in den Chat, unsere Regie teilt uns das dann mit. Aber ich denke, an diesem Punkt können wir dann auch schon mal den provisorischen Kalender, den unser Kollege Schnürschuh Basti erstellt hat, einmal vorstellen, Beck. Haben wir den eigentlich, Matthias, den Matthias, Kalender? hast du den parat? Okay. Soll ich dir den, komm, ich schick dir den gerade mal, dann kannst du den mal eben kurz da reinzimmern. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, dass wir hier so unvorbereitet sind. Aber Okay, unsere Regie hat ich hier ganz hart verschlafen. ich kann das Ganze noch mal ein bisschen füllen. Bleib noch mal kurz beim Draft. Um das Ganze ein bisschen auszugleichen, sagen wir mal, ne, wir haben ein Team oder einen Teamchef, der einen relativ hohen Wert hat, aus Liga 1 kommt, der sich dann eben in Liga 2 und Liga 3 noch mit Fahrern bestücken muss. Der ist aufgrund seiner Stärke bereits, also dieser Stärke der beiden Fahrer, die bereits im Team sind, relativ spät dran, was das Auswählen neuer Fahrer betrifft. Man kennt das vielleicht aus NBA, NFL, NHL in den Vereinigten Staaten, im US-Sport, dass die schwächsten Teams die ersten Picks haben. Ähnlich haben wir das hier auch versucht, dass die Teams, die erstmal den geringsten Marktwert haben, die eben auf diesen Werten basieren, die Sporty gerade genannt hat, dass eben diese Teams als erstes dran sind. Ich frage mal gerade kurz in die Regie, haben wir den Kalender jetzt parat, Matthias? Gut, Ja. 30 Sekunden möchte er nochmal. Wir können ja trotzdem schon mal grob anfangen. Haben wir eine Da haben wir, ne? Frage? Oder? Ah, Sanji möchte wissen, wie das mit den Ersatzfahrern läuft. Ja, ganz kurz vielleicht. Also alle RLO-Mitglieder können sich das Dokument mit den Ersatz, mit dem Teammanager-Konzept natürlich auch durchlesen. Das hat King King Basti in den Infokanal gepostet. Der Kalender ist mittlerweile da. Ich beantworte nochmal eben schnell die Frage. Ersatzfahrer werden verpflichtet gemäß dem Wert des ausfallenden Fahrers und gehen dann in die Teamwertung mit ein. Das heißt, fällt mein Fahrer aus, muss ich einen Ersatzfahrer verpflichten, der eine ähnliche Stärke hat, gemessen eben an diesem Marktwert, und darf damit dann auch mit diesem Ersatzfahrer in der Team-WM punkten. So, Genau, Sporty, und jetzt haben wir einen Kalender. ja, ich möchte gerade noch eben kurz auf Luan seine Frage eingehen. Er hatte geschrieben, der Wert wird nur aus der letzten Saison ermittelt, richtig? Das ist richtig, Luan, außer bei den Punkten Awareness und Experience. Experience, genau, die beziehen sich aus der gut gepflegten Hall of Fame-Liste, die hier liegen saisonübergreifend geführt wird. Das heißt auch, hat natürlich zur Folge, ne, dass sich Marktwerte über die Saison verändern. Aber wie dann das Ganze weitergeht im
Ja, nach der ersten Saison, nach dem ersten Draft, ich denke, das ist noch ein bisschen Zukunftsmusik, da müssen wir heute nicht so genau drauf eingehen, aber Werte können sich natürlich dann auch über die Saison verändern und das hat dann Genau. eben wieder Einfluss auf neue Cockpit-Vergaben in der kommenden Saison. Dazu dann aber an späterer Stelle mehr. Jetzt erstmal Kalendersporti, oder? Genau, also wir befinden uns ja in der 27. KW, also es ist die zweite Reihe, wie man sieht, der 8.7. ist heute. Da haben wir nämlich schon mal vorgegriffen und den Termin vom Freitag, den 15. vorgezogen, einfach um eure Neugier zu stillen, ihr kleinen Rabauken. Und Ja. auch die Bekanntgabe der Rennstelle, die normal für den 20. geplant war, die nehmen wir hier auch schon mal vorweg. Das schon mal vorab. Genau. Und ja, jeder kann den Kalender lesen. Wir brauchen da jetzt halt nicht immer jedes Ding nennen, wo Sommerpause ist. Offizieller Preseason-Beginn ist halt planmäßig der 22.7., wo es dann mit Testfahrten der Liga 1 losgeht, wo dann die Teammanager auch gegebenenfalls nochmal die Möglichkeit bekommen, sich einen Überblick zu verschaffen und sich die Fahrer zu werten. Und wir haben noch eine Frage von Broken Bone. Bin ich gezwungen, bei einem Team zu fahren, wenn ich im Draft gepickt werde, oder besteht die Möglichkeit, dies abzulehnen oder sogar getradet zu werden? Beck, das klingt nach einer Frage für dich, oder? Ja, das ist genau meine Frage, habe ich drauf gewartet. Also, Ja. Erik, du arme Sau, musst genau bei dem Team mitfahren, wo du nicht fahren möchtest. Ja, also erstmal hast du keine Einspruchmöglichkeit, du wirst gepickt von einem Team, denkst dir dann, oh Scheiße, mit dem wollte ich noch nie fahren, oder denkst dir, jawohl, genau in das Team wollte ich. Im letzteren Fall machst du einfach genau nichts. Ja, verhältst dich ruhig, versteckst dich und hoffst, dass sich keiner findet. Im ersten Fall kannst du sicherlich eine Möglichkeit suchen, noch transferiert zu werden. Wir haben also, und wir sehen das jetzt mit Blick auf Kalender, dass wir vom 19. bis zum 26., also am 19. ist der Draft Day, am 26. der Saisonstart, wir werden eine, ja, mehrere Tage umfassende Transferperiode einbauen, wo Fahrer, die sich absolut in dem falschen Team fühlen, oder wo die Werte nicht passen. Das ist eigentlich dafür noch viel wichtiger, noch transferiert werden können, zu einem anderen Team getradet werden können. Ja, vielleicht kann ich da gerade auch ergänzend reingrätschen. Man kann sich auch als Fahrerteam zusammenpacken. Ich spreche jetzt einfach mal als Liga 3 als Beispiel. Profit packt sich, will unbedingt mit dem Atze in einem Team fahren. Und da muss auch dieses Fahrerduo komplett gepickt werden. Ich kann da nicht sagen, ich will nur einen Atze oder ich will nur den Profit. Man muss dann beide nehmen. Also, damit soll halt gewährleistet werden, dass man zumindest immer mindestens einen Fahrer im Team hat, mit dem man auch gerne mal unter die Bettdecke krabbeln möchte. Genau, und das hat Basti ebenfalls bereits im Infokanal bekannt gegeben, nämlich dass ihm bis zum 19. Juli spätestens von allen, die unbedingt mit jemandem unter die Bettdecke krabbeln wollen, also mit unbedingt zusammenfahren wollen, dieses genau dann auch an Basti übermitteln. Das darf allerdings nur Liga-intern sein. Das heißt, ihr könnt euch kein Teamkollegen aus Liga 3 suchen, wenn ihr in Liga 2 fahrt, oder einen Teamkollegen aus Liga 1 suchen, wenn ihr in Liga 2 fahrt. Es werden nur ligainterne Teams akzeptiert. Beide müssen Genau. natürlich damit einverstanden sein. Ja, Fahrer 1 kann nicht Basti schreiben, ich würde gerne mit dem fahren. Und der genannt wurde, der hat dann noch einen anderen Namen genannt. Also man muss sich schon einig sein. Und wenn Basti diesen Namen kriegt, dann muss das wirklich auch so klar sein, dass es von beiden abgesegnet ist. Das ist aber keine Pflicht. Man kann sich auch einzeln picken lassen, wenn man sagt, ist mir scheißegal. Vielleicht, ja, stellt auch gleich einer fest, ja, bei den Teamchefs, da ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Das ist mir egal, ob ich mit einem anderen zusammenfahre. Das ist eh alles Mist, also kann ich auch alleine fahren. Macht das Ganze für die Teamchefs natürlich einfacher, ne? Also jeder Teamchef muss ein bisschen mehr rechnen, wenn er zwei Fahrer auf einmal pickt, als wenn er sich einzelne Fahrer zusammenpicken darf. Das ändert aber nichts Genau. daran, dass man pro Draftrunde, von denen es zwei gibt, zwei Picks hat, damit eben wir auch die Möglichkeit haben, diese Fahrerpaarung zu picken. Genau, und ich denke, das ist geklärt, das Thema. Und Payson hatte gerade noch gefragt, ob die Ersatzfahrer dann an diesem Preseason-Rennen teilnehmen dürfen. Ja, Yannick, dürft ihr, aber das wird dann genauso gehandhabt wie bisher in den Ligarennen.
Vorrang haben die Stammfahrer und die EFs kommen dann zum Einsatz, sobald dann ein Stammfahrer nicht mitfahren kann. Ja, es geht da aber Und natürlich nicht um eine WM, ne, sondern wir gehen davon aus, dass jeder, der Bock hat, an dem Tag zu fahren, da auch irgendwie zum Einsatz kommen kann. Also das hoffe ich zumindest, ja, und ich dass möchte an da. dieser Stelle gerade einmal kurz die Möglichkeit nutzen, einmal kurz Heulis Frau zu grüßen. Hallo! Aus Gründen einfach nur. Ja, ich verstehe das. Das hast du schön gemacht. Vielleicht möchte ja noch jemand von Sporti gegrüßt werden. Dann auch das bitte in den Chat. Genau. Aber gehen wir weiter. Also wir haben dann eine 4-wöchige Preseason, die dann genauso gefahren wird eigentlich wie eine normale RLO-Saison, wie man sie kennt. Sprich Freitag Liga 1 als Opener der Rennwoche, montags das Testrennen, dienstags Liga 2, mittwochs Liga 3, donnerstags Testrennen, freitags wieder Liga 1. Das Ganze geht Das dann kennen wir vier alle schon, ne? Wochen, Bahrain, Spanien, Japan, Österreich, auch in der Reihenfolge. Und nach dem Freitag, wo die letzte Rennwoche beginnt, hauen Beck und ich dann auch noch mal einen kleinen Erklärbär-Stream raus zum Draft etc. Ja, also im Grunde am Tag des Drafts, ne? Das, Genau. also bevor der Draft anfängt, erklären wir den auch noch mal, vielleicht dann ein bisschen kürzer, dann. Dann sind ja alle schon mal ein bisschen schlauer. Vielleicht haben wir ihn bis dahin auch verstanden, Sporty. Und Beck, ich bin jetzt einfach mal so frei, falls euch in der Zeit irgendwelche Fragen aufkommen. Lasst gerne Beck und mir die Fragen zukommen, dann können wir die im Vorhinein klären und euch dann da auch die Lösung präsentieren. Dann sind wir da ein bisschen vorbereitet. Ne? Genau, Ich denke, und das ist eine. vielleicht nicht jede kleine Frage an genau die an die Admins, sondern dieses System ist eben auch eingerichtet, um die Admins ein bisschen zu entlasten und vielleicht können wir dann Und auch mal einfach mal. zuverlässige und professionelle Leute reinzubringen. Sagen wir doch so, wie es ist, Beck. Ja, und professionelle Antworten zu finden. So, das wollte ich eigentlich Ja, nur noch abschließen. genau. Um den Kalender abzuschließen, bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass dann die neue Saison, Saison 11, in KW 34 beginnt, sprich 26.8. mit dem Saisonstart in Belgien. Ein wichtiges Datum nochmal, ich hatte gerade über den 19.07. gesprochen. Bis zu dem Datum müssen alle ihre Teampartner, wenn sie denn einen haben, bei Basti gemeldet haben. Diese Teampartnerliste wird dann am Tag danach, also am 20.07., auch in der ELO veröffentlicht. Ist vielleicht für die Fahrer nicht so relevant, aber ist für die, ja, für die Teammanager auf jeden Fall unglaublich wichtig, weil diejenigen natürlich dann an diesem Tag anfangen können zu rechnen, wen kann ich mir überhaupt noch leisten und wen nicht. Ja, Beck. Ich würde sagen, bevor wir dann jetzt dazu kommen, wo alle drauf warten, auf die Fahrervorstellung, also auf die Teamchefvorstellung und die dazugehörigen Rennställe, möchte ich gerne auch nochmal die Gelegenheit nutzen, alle daran zu erinnern, dass wir am 3.9. auch unser RLO-Treffen haben und sich noch nicht alle dazu im Infokanal geäußert haben. Jungs, bitte nutzt doch die Möglichkeiten, bevor die Anmeldung sich schließt und ihr gegebenenfalls in die Röhre guckt. Das wäre sehr, sehr schade. Genau, und dann könnt ihr nämlich Sporty auch dann an dem Tag erzählen, wie doof eure Teams sind, in die ihr gepickt worden seid. Deswegen haben wir das Datum da hingelegt, ne? Sporty war doch so, oder? Irgendwas hatten wir uns dabei gedacht. Okay. So, Beck. Es geht los. Ich würde sagen, wir gehen zur Rennstallvorstellung und Teammanagervorstellung. Und Aber ich das erste wollte. Team. Ja, Eigentlich wollten wir doch Entschuldigung. mit Red Bull anfangen. Wieso habe ich denn hier Mercedes als erstes stehen? Red Bull, Mercedes ist Nee, doch gar nicht. Mercedes. Mercedes ist aber hier noch, wir sind ja nach der Showroom-Liste gegangen und Ah ja, Mercedes hast ist ja recht. tatsächlich noch das erste Auto. Hast ja recht. Wir fangen gleich immer an, zeigen den Teammanager und dann den vom Teammanager ausgewählten Co. Das war jetzt so ein halber Hinweis an die Regie. Sport, ich habe dich unterbrochen. Also, ich muss ja eh anfangen, Sporty, ne? Du darfst anfangen. Ist ja der Hammer. Also, ne? Trommelwirbel, Matthias, hast du einen Trommelwirbel? Geht das? Hast du den? Ne, hast du nicht. Das ist Einmal ja die blöd. Peitsche auf den Tisch gekloppt, dann geht das Ne? auch. So. Okay. Das ist schade. Ja, also, Trommelwirbel. Mercedes.
Mercedes Teammanager ist. Krieg ein Bild? Gib mir den. Bockennüsschen. So, Bockennüsschen, Liga 2-Fahrer, wurde eben von Admins und Taskforce ausgewählt als ein Teamchef und Pocke hat sich als sein Co. Den guten Marek ausgesucht, der immer wieder gerne, nicht nur Stresso macht das gerne, sondern auch Marek fängt hin und wieder gerne Stress mit der Wand an. Ja, Mercedes als Team, Sport hier letztes Jahr eigentlich ganz gut abgeschnitten, ne? Platz 3 der Team-WM mit Genau. 561 Punkten, ligaübergreifend. Bin gespannt, ob die beiden Jungs, die das jetzt hier machen, das Team wieder so gut aufbauen können, um diesen Podiumsplatz noch zu verteidigen oder noch weiter anzugreifen. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall cool, dass Pocke und Yannick das machen. Freue ich mich schon drauf. Ach genau, Beck, wir kriegen gerade den Hinweis aus der Regie, dass unser Andrew Agassi, der alte Grafiker, hier unsere neuen Fahrerkarten schon mal anteasert. Darauf sieht man auch die Gesamtwertung oben links, darüber die Fahrernummer des jeweiligen Fahrers, den Namen und die vier genannten Werte, aus denen sich die Gesamtwertung zusammensetzen. Also hier ein großes Kompliment an Basti, der hier einen super Job mit den Karten gemacht hat. Also kann man ruhig einmal kurz innerlich klatschen, euch? Wir klatschen nicht nur innerlich, sondern auch äußerlich. Warte. So. So, Sporty, ich würde jetzt mal einen weiterhuschen und ich sehe ein Ja. blaues Auto mit gelber Nasenspitze. Ich muss sagen, ein schönes Auto. Genau, Team Red Bull, letztes Jahr P2 in der ligaübergreifenden KWM. Wird dieses Jahr oder diese Saison geführt von niemand anderem als Root the Dude 23, der RLO-Goat meiner Meinung nach. Und sein Co-Chef, wie soll es anders sein, Rasta Rhymes. Ja, Rasta, der natürlich noch gar nichts von seinem Glück wusste und gerade in Österreich auf der Alm sitzt, sich das 763. Bier reinflankt und sich darüber freut, dass er nächstes Jahr noch mehr zu tun hat. Ja, nu. Ohne Spaß kein Fun, neuch? Neuch. Ich denke, damit können wir. Ach, guck dir das Bild von Dennis an. Dieses zärtliche Lächeln. Ja, ich würde sagen, Beck, Also, haken wir Team Red Bull ab und. wir haken Team Red Bull ab. Wir kennen auch das Team. Ja, also diese Paarung kennen wir natürlich auch schon lange in der RLO. Im Grunde können die ja gar nicht ohne einander, die müssen zusammenfahren. Und jetzt auch. Die sind schon mal im Red Bull gefahren, meine ich, ne? Ja, ich meine, Ruud ist im Red Bull ja schon mal Weltmeister geworden. Und Letzte ja. Saison waren die in Liga 1, wo Basti und ich Genau. in Liga 2 im Red Bull Und gefahren glaube ich vor sind. 3 Saisons, als Ruud Weltmeister geworden ist, war es vor 2 oder 3 Saisons. Ja, auf jeden Fall war er schon mal im Red Bull. So, Yes. Sporty, ich sehe ein rotes Auto und das rote Auto, da muss jetzt Sporty sich mal zurückhalten. Also, Ferrari, letztes Jahr in der ligaübergreifenden Konstrukteurs-WM, rasiert ohne Ende. Liga 1 Weltmeister, Ferrari. Liga 2 Weltmeister, nicht Ferrari, aber Liga 3 Weltmeister und Vize-Weltmeister Ferrari. Also Ferrari hat Punkte gesammelt ohne Ende. Doppelt so viele oder fast doppelt so viele. Nee, es sind doppelt so viele wie der Zweitplatzierte in der ligaübergreifenden Konstrukteurs-WM. Und das Team Ferrari wird führen der gute Spotty. Ist das ein schönes Bild. Und Sporty hat sich damit auch nichts anbrennt bei Ferrari als Co-Teamchef keinen geringeren als den amtierenden Weltmeister aus Liga 1, Mauro, an Land gezogen. Ferrari 517. Den von Rating her besten Fahrer in der RLO. Darf ich Zum kurz eingrätschen?
Auch die stärkste Fahrerpaarung unter den Admins, unter den Teammanager möchte ich gerade mal betonen. Danke, Sporty. Das hast du Sehr toll gerne. gemacht. Du hast ganz toll dir den stärksten Fahrer rausgesucht. Super. Also, Ja, man kann es pay im to win. Umkehrschluss hat einfach jetzt Sporty hat jetzt noch am wenigsten Geld zum Ausgeben. Das sieht man dann gleich, wenn die Regie uns nochmal den Überblick zeigt. Aber jetzt machen wir erstmal weiter und ich würde vom roten Auto zum orangen Auto, mir fehlte gerade die Farbe, ja, vom roten Auto zum orangen Auto weitergehen. Ja, das orangene Auto nennt man auch Papaya-Farbenbeck. Ja, danke. Und damit Kunst kommen 5. wir, wenn ich mich nicht irre, von der teuersten oder hochgeratetsten Fahrerpaarung unter den Teammanagern zur niedrig geratetsten. Der McLaren, der letzte Saison auf Platz 7 in der Fahrer-WM, in der Konstrukteurs-WM abschließen konnte, soll dieses Jahr von niemand anderem als S-Black zu neuem Ruhm verholfen werden. Und der hat Haben sich wir eine das schon Menge das Bild? vorgenommen. Ja, also wir haben schon gehört, er will ein kleines Trainingscamp einrichten und alle Jungs unter seine Fittiche nehmen. Auf jeden Fall hohe Ziele von Martin. Und als Co-Teamchef, ich muss sagen, ich habe mit jemand anderem gerechnet. Damit hat keiner gerechnet. Ja, also es kam ein bisschen überraschend, er hat den guten alten Redshot-Abi genommen. Beck, interessante Fahrerpaarung, ne? Die haben auf jeden Fall den ersten Pick in der Draft-Runde. Man sieht das jetzt, wenn man die Werte so ein bisschen verfolgt hat, das ist jetzt weit unter dem, also die haben zu zweit ungefähr so viel wie Mauro. Redshot, Rookie. Also noch gar nicht lange dabei. Man sieht das bei Experience. 5, Wert 50, das ist der niedrigste. Wert 53 bei Martin, das ist auch noch relativ niedrig. Also beide mit wenig Rennerfahrung. Und ja, die beiden haben jetzt noch eine Menge Kohle über zum Ausgeben. Ja. Mauro ist leider weg, Martin. Tut mir leid. Naja, was, vielleicht findest du noch einen anderen Fahrer zum Ausgeben. Also Redshop beschwert sich gerade über sein Bild. Vielleicht sollten wir mal aus der RLO-Kasse irgendwie eine Digicam für den Kollegen organisieren. Ja, das wäre eine gute Idee. Sporty, ich würde jetzt mal eben einen kleinen Sprung machen und von dem Orange, ist es ein bisschen zu farbig hier. Wir waren bei Rot zu Ja. Papaya und würde mal zu dunkelblau-weiß, also weiß ich nicht, Midnight oder sowas, rüberspringen. Alpha Spring Tauri. mal. Wir machen erstmal weiter mit Alpha Tauri. Ja, Alpha Tauri, werden wir gleich zwei unglaublich bekannte Gesichter sehen. Und Alpha Tauri hat letztes Jahr relativ schlecht in der Team-WM abgeschnitten, also auf P8. Ja. Natürlich möchten die Alpha Tauri jetzt dieses Jahr das Ganze komplett ändern. Es wird richtig angegriffen. Und das richtige Angreifen, das machen in diesem Jahr der gute Gunman. Gunman aus Berlin bzw. Schwarzwald. Und assistieren wird ihm, ja, wie schon ja, in der einen oder anderen Saison, Guttagier Vitaly als Co-Teamchef bei Alpha Tauri. Beide mit, ja, zweimaliger Weltmeister, Vitaly in Liga 1. Gunman Weltmeister in Liga 2, also beide auch mit unglaublich viel Rennerfahrung, Experience bei beiden bei 99, beide im 100er Club der RLO. Viele Rennen, zwei schnelle Fahrer, die, ja, denke ich mal, angreifen werden in nächster Saison, um in irgendeiner Liga mit Alpha Tauri richtig durchzustarten. Sporty, ich gehe jetzt zurück. Ich habe eins vergessen, Kea. Ja, es gibt hier schon wilde Spekulationen von Sanji im Stream. Alpin wurde übersprungen, weil du scheinbar der Manager bist. Möchtest du dich dazu äußern? Nee, ich muss mal eben kurz das Pinke hier noch ein bisschen mehr. So. So. Jetzt gefällt mir die Aufnahme, glaube ich, gut. Also, wenn es dir gefällt, dann kannst du dir bestimmt auch vorstellen, nächste Saison in dem Vehikel zu sitzen, Beck, oder? Ja, ich würde es nehmen.
Dann können wir das ja hiermit offiziell bekannt geben. Beck ist Team Pink. Wer hätte es anders erwartet? Und wer hätte es auch anders erwartet, als dass Beck sein, was heißt hier sein, unseren geliebten Balko an seine Seite nimmt? Ein auch sehr, sehr erfahrenes und starkes Fahrerpaar, wenn ich das so sagen darf. Wird auf jeden Fall interessant zu sehen, wie die Jungs Alpine weit nach vorne bringen, weil Alpine, ja, fünfter letzte Saison Beck. Schafft er das? Ja, wir geben unser Bestes. Ja, Balko letzte Saison ja kein Rennen bestritten. Und dieses Jahr wird er auch wieder neu angreifen. Ja, aber schön, dass er, oder hoffentlich ist er bis dahin wieder da. Er ist auf jeden Fall im Stream. Balko, ganz, ganz lieben Gruß an dich. Trinken alkoholfreies für uns mit. Und ja, Beck, ich möchte gar nicht so viel über euch reden, weil jeder kennt euch, jeder liebt euch. Und ich denke, damit können wir eigentlich zu unserem nächsten Rennstall springen. Und wir wechseln von Pink zu Grün. Schön. Ja, Aston Martin, letztes Jahr mies in der Fahrerwertung auf P9, 164 Punkte, ligaübergreifend. Das war, sagen wir mal, mittelmäßig. Und auch da wird in diesem Jahr wieder gewaltig angegriffen. Und das macht ein starkes Liga 2-Duo in diesem Jahr. Geführt wird der Rennstall Aston Martin von King Basti. Auch im 100er Club der ALO. Rennerfahrung ohne Ende. Und assistieren wird ihm Chukum aus Liga 2. Justin schreibt gerade noch zu Beck sein Bild. Steffen Hensler fährt ja jetzt auch GT3. Beck, siehst du aus wie Steffen Hensler? Wenn Justin da sagt. Sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen. Hab mich nur ein bisschen entertained. Ja, Basti hat sich extra rasiert, bevor er das Bild gemacht hat. Wirklich. Und Chukum hat sich extra eine Brille aufgesetzt. Also, erfahrenes Fahrerpaar aus Liga 2, beziehungsweise Basti hat die Erfahrung und Chukum irgendwas anderes. Und die beiden, genau, das ist nicht Ömer Toprak ist. Ich glaube, bei Nui Charin im Club unter Vertrag. Basti, ja, ich hoffe für dich, dass du P9 mit deinem Team in diesem Jahr toppen kannst. Wie gesagt, wir müssen bedenken, letztes Jahr war Marek auch dabei. Ja, der ist ja mal in die Wand gefahren. Yannick, wir verstehen uns, ne? Grüße gehen raus. So, ja, verlassen wir Grün und kommen zu. Was ist das jetzt für ein Blauton? Von allem Alles, es ist etwas. doch von allem irgendwie etwas, oder? Ja, und so von allem etwas ist auch die Teammanager-Gestaltung, hätte ich fast gesagt, ne? Weil hier haben wir eine Besonderheit. Wir haben hier einen Liga 3 Teamchef, der scheinbar darauf steht, nominell höher gewertete Fahrer unter die Fittiche zu nehmen. Und wer könnte das besser sein als unser Polen Poli? Grüße gehen raus, Poli. Poli ist der Teamchef vom Hause Williams und wird ergänzt von der Jaffrodite, unserem Liga 1 Absteiger. Will aber, so wie ich es mitbekommen habe, in Liga 2 wieder komplett angreifen. Ja, Matthias, was gibt's zu lachen? Ja, Williams war letzte Saison auch im Mittelfeld, P6, wenn ich mich nicht irre. habe ich gar nichts mit zu tun gehabt. Ja, du hast dein Bestes gegeben, sieht man ja auch an deinem Fahrerrating. Ich war stets Stabiles Ding bei dir. Bemüht. Aber ich möchte dir jetzt keine Aufmerksamkeit schenken, sondern unserem fantastischen Teamduo hier vom Hause Williams. Ich drücke den Jungs auf jeden Fall die Daumen, dass da einiges nach vorne geht. Und bin gespannt, wie die Jungs das lösen werden mit ihren Picks, gerade in Liga 2 und Liga 3, um die Paarung aufzufüllen. Ja, das wird dann spannend werden. Denn die müssen, sind darauf angewiesen, dass sich einzelne Fahrer eben nicht mit einem anderen
Sieger intern Fahrer zusammentun, um eben noch einzelne Picks übrig zu behalten. Wir werden sehen, ob es aufgeht. Ansonsten haben wir noch ein Vielleicht pennen wir ja bisschen. auch. Ja, oder wir müssen dann nochmal nachsetzen. Naja, wechseln wir von allen Blautönen. Da ist ein bisschen Pink mit drin im Übrigen, ne? Wollte ich nur mal eben gesagt Jo. haben. Also Williams, also in Williams ist mittlerweile auch ein bisschen Team Pink. Ah, Was das euer kam. Einfluss der letzten Jahre? Ah, Sporty, ich wollte es ja nicht sagen, danke. So, kommen wir zu Rot-Weiß. Ja, ich finde so, ja, fast die langweiligste Karre im Feld. Zu der langweiligsten vom Aussehen meiner Meinung nach kommen wir gleich noch. Aber das hat mit den Teamchefs überhaupt nichts zu tun. Denn die Teamchefs, die in diesem Jahr Alfa Romeo steuern, aufbauen und zu unglaublich Ruhm, Glanz, Erfolg und, ach Gott, wahrscheinlich auch noch WM-Titeln führen werden. Also, zumindest wünsche ich den Jungs das, dass sie viel Erfolg haben mit diesem Team. Das ist einmal René, der als Teamchef antritt, also Bot-RK, Liga 1-Fahrer, ehemaliger Liga 2-Weltmeister. Und er wird unterstützt von Itzekatze Peter, Lenny. Beide relativ ähnlich im Rating. Werden irgendwo im Mittelfeld landen. Weg, bist vom So. Stuhl gefallen? Ja, ich bin vom Stuhl gefallen. Werden irgendwo im Mittelfeld landen, was das Rating anbetrifft, was den Draft anbetrifft, und werden noch eine gute Auswahl haben, um sich ihr Team zusammenzustellen. Unterschreibe ich. Und wie du schon gesagt hast, jetzt gehen wir von einem langweiligen rot-weißen Auto zu dem anderen langweiligen rot-weißen Auto. Aber auch hier sind die Teammanager alles andere als langweilig, meiner Meinung nach. Günther Steiner hat seinen Hut an den Nagel gehangen, hat gesagt, ich packe meine Sachen und hau ab. Und Gene Haas hat niemand anderen als Liga 3-Weltmeister Vico ins Boot geholt. Darf also demnächst auch im Aldi-Katalog ein bisschen posieren. Und in der, wie nennt man das? In der Hollywood-Schaukel sitzt er dann mit seinem guten Freund und Co-Teamchef Brainhunter. Der Interessant, interessant. Hollywood-Schaukel. Also auch hier, wie ihr seht, haben wir dann wieder ligaübergreifende Teamchefs. Deswegen auch hier super spannend zu sehen, wen Vico da ins Boot holen wird. Weg. Ja. Ich würde sagen, ich hoffe, wir konnten die Neugier von den Jungs und Mädels und wer da noch alles so an dem Bildschirm hängt, tilgen. Wir haben Ich würde 50 sagen, Zuschauer. Ist das nicht ja, cool? vielleicht mag Matthias gerade einfach mal die Übersicht einblenden. Genau. Matthias, Die ist Herz auch allerliebst. wunderschön. Nochmal mit den wunderschönen Bildern, den wunderschönen Hintergründen. Also zumindest, wenn man in einem pinken Team fährt, beispielsweise, oder in einem anderen. Ja, die Übersicht nochmal von allen Teamchef und den entsprechenden Co's. Das sind die, ja, Leute, die jetzt an den Start gehen, ihre Teams aufbauen und ligaübergreifend die Rennstelle bestücken, bis sie eben sechs Fahrer zusammen haben, die dann in Einzelligen am Start gehen und gegeneinander eben gemeinsam um die Team-WM fahren. Natürlich geht es weiter auch darum, in Liga 1 Weltmeister zu werden, in Liga 2 Weltmeister zu werden und in Liga 3 Weltmeister zu werden, aber es geht natürlich jetzt auch um den ganz großen Cup, und das ist die Team-WM. Das heißt, das Team, ligaübergreifend, in allen drei Ligen am meisten Punkte gesammelt. Ja, aber Beck, verfolgst du den Chat gerade ein bisschen? Wir haben schon den ersten Bitchfight um den Liga 2-Titel. Tüdel prophezeit Vico als Liga 2-Meister und Sanji meinte, er hätte auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aha. Ich bin Ja, gut. gespannt. Ich bin gespannt. Also Vico ist in Weltklasseform. Nicht nur physisch, natürlich auch fahrerisch. Und hat natürlich die Weltklasse-Settings, ne? Tüdel sagt es auch gerade, er besitzt die ultimative Garage. Ah, da hat Ingo auch noch ein Wort mitzureden, aber das steht auf einem anderen Stück Papier. Beck, wir sind hier schon wieder seit einer Dreiviertelstunde am Nölen. wir Ich muss wollten, wir sagen, wollten Feierabend machen eigentlich, ne? ich muss sagen, ich habe auch keinen Bock mehr. Ich will jetzt ein Bierchen trinken. Das habe ich Vielleicht nebenbei schon gemacht. Ich bin ja schon vom ein Stuhl bisschen gefallen. Papier verbrennen.
Wir könnten dazu mit Sporty, bevor wir hier wirklich echt alles abbrechen, ne, lass uns doch nochmal auf die Draft-Übersicht gucken. Wir haben so viel über Werte gesprochen. Wir können jetzt schon mal sagen, wie die Reihenfolge der ersten Draft-Runde aussehen wird. Wenn Matthias uns das auch nochmal eben einblendet, dann sehen wir nämlich die einzelnen Werte der Fahrer, der Teammanager und ihrer Co-Hosts und die daraus resultierenden Werte eben für das Team. Also der erste Pick ist getätigt, der ist ja hinter verschlossenen Türen am grünen Tisch, ohne Interviews, ohne Kameras, im Geheimen gegen Schwarzgeld getätigt worden und daraus ergeben sich eben diese Werte. Der schwächste Wert hat Vorrecht, das heißt, das Team S-Black Redshot hat das Recht, zwei Fahrer am Draft Day als erstes zu picken. Dann geht es in der Reihenfolge weiter, wie eben sich die Teamwerte dort aufstellen nach der ersten Runde. Das heißt, nachdem die ersten beiden Fahrer von allen gepickt wurde, kommen alle Werte wieder in einen Topf und es wird nachgeschaut, wie ist die Summe der Teams in diesem Moment und die Reihenfolge wird für dann die zweite Draft-Runde, also für die Pick 4 und 5, neu aufgestellt. Das heißt, diese Reihenfolge, die wir jetzt hier sehen, gilt nur für die erste Draft-Runde für die nächsten beiden Picks. Yes. Und ja, ich würde sagen, wir machen den Sack dicht. Aber bevor wir das machen, möchte ich gerne auch nochmal allen Leuten danken, die hier in diesem System da involviert sind. Gerade Basti, einen großen Dank für die Grafiken. Unfassbarer Job, wie Martin eben auch schon geschrieben hat. Und halt alle, die dazugehören, von der Taskforce, von den Admins, von den Teammanagern, alle, die da irgendwo ein Stück zu dem Kuchen beigetragen haben. Also einen großen Dank, großen Respekt an euch und einen dicken Kuss auf eure dicke Nuss. Ja, und besten Dank natürlich auch an Matthias, der uns hier als OBSler unterstützt hat, was bei Ligarennen leider nur noch ganz selten funktioniert, weil es einfach viele Rennen geworden sind, weil es viele Aufgaben geworden sind. Schön, dass du heute mit dabei warst, Matthias. Grüße an die Regie, also in die letzte hintere Ecke des Bullis gehen raus. Tut mir leid, da hätte mal einer aufräumen können. Der Sporty, dann kannst du jetzt den Laden hier dicht machen. Du hast gerade schon alles gesagt. Wir beide gehen jetzt ein bisschen aufräumen, dann die Flaschen leer machen und recyceln. Und ich würde sagen, wir hören uns spätestens dann zum Erklärbär-Stream beim Draft wieder. Und bis dahin sage ich.